herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Bug TV. Heute sind wir hier auf der Messe Mainz beim Bug Unity Circus. Unter anderem am Start Len Farki, Kollektiv Turmstraße, die gerade auflegen. Butch ist auf dem zweiten Floor zu hören, genauso wie Amir. Bombastisches Line-Up. Und ich meine, schaut es euch mal selbst an. Es ist noch nicht mal 12 Uhr und die Stimmung ist wirklich bombastisch. Später kommen noch ein paar kleine Interviews und ja, jetzt genießt einfach erstmal die Eindrücke. Als wir uns das letzte Mal unterhalten haben, da war das Ganze ja im Prinzip noch geheim. Wir müssen mal gerade zur Seite. Und wie habt ihr das jetzt geschafft, das innerhalb von 2 Monaten im Prinzip so auf die Beine zu stellen? Ah, da fragst du mich. Das war sehr, sehr viel Arbeit. Also die Jungs und ich, ganz großes Lob an dieser Stelle an das ganze Team, haben uns 2 Monate lang intensiv damit beschäftigt, jeden Tag. 8, 10, 12 Stunden und das haben wir noch zwischen den Gardens gemacht und es war sehr viel Arbeit und haben sehr viel Überstunden dafür gemacht, aber wie man sieht, lohnt es sich. Es ist hervorragend, genauso wie wir es uns gewünscht haben. Auf jeden Fall coole Sache und plant ihr jetzt das Ganze jedes Jahr zu machen? Also soll das was Regelmäßiges werden? Oder? Also wenn das Feedback oder die Resonanz so gut ist, wie ich es jetzt erwarte oder wie ich es hoffe, dann machen wir es gerne nochmal. Also es kommt ganz auf die Leute an, wenn sie sagen, sie fanden es toll, dann machen wir es gerne nochmal. Dann vielleicht mit ein bisschen mehr Vorlauf und Erfahrungswerte. Da können wir auch alle ein bisschen ruhiger schlafen, wenn wir wissen, dass das funktioniert. Und ja, dann wird es halt eine alljährliche Sache immer am 2. Oktober. Okay, du hast jetzt gerade am 2. Floor dein Set gespielt. Wie war die Stimmung? Ja, super, ganz krass. Ich hatte leider einen Stromausfall, aber die Leute sind sehr cool drauf. Haben einfach weitergesungen, weitergefeiert, ohne Probleme, sind einfach stehen geblieben. Und haben sich selbst gefeiert und das ist hervorragend. Genau. So besser geht's gar nicht. Ja, so kennt man das auch von Bug. auf wen freust du dich heute Abend? Also ich freue mich auf Len Farki, weil ich ihn sehr, sehr lange nicht mehr gehört habe. Deswegen haben wir uns auch eingeladen, weil er auch lange nicht mehr in der Region war. Und natürlich mein Lieblingsact Martinez. Aber alle anderen höre ich mir auch sehr, sehr gerne an. Also ich gucke halt nur, ich renne von einem Bar zum nächsten. Überall gibt es Löcher zu stopfen oder zu flicken. Alles klar, dann erstmal vielen Dank für das Interview und danke für die super Organisation. Circus. Ich stehe jetzt hier mit dem Sebastian von ComDisco. Ihr habt ja gerade quasi das Warm-Up-Set draußen auf dem Open-Air-Floor gespielt. Wie fandest du es? Sehr gut, auf jeden Fall. Also es war angenehm voll, die Stimmung war super, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War super, vielen Dank. Und wie gefällt dir die Veranstaltung so im Ganzen? Sehr gut, auf jeden Fall wieder auch mit den 2 Floors, ein Techno-Floor, bisschen was Hausigeres, wunderbar, absolut super. Genau, zur Erklärung, wir stehen gerade vor dem 2. Floor, dem Hausfloor, haben hier gerade an den Plattenspielern. Und Sebastian, sag doch mal, was steht bei euch als nächstes an? Ihr habt ja auch ein Jubiläum zu feiern, richtig? Richtig, also wir feiern am 12.11. unser 2-jähriges Bestehen. Wir machen das in Wiesbaden, am Schlachthof und im 6040. Wir haben Adam Port aus Berlin von Keine Musik und wo hat er überall released? Moon Harbor, Rockets and Ponies, Fischer und Kleber Live. Und die ganzen ComDisco Crews auf jeden Fall dabei, wieder viele Installationen und da geht hoffentlich einiges, ja. Alles klar. Also 12.11. Schlachthof Wiesbaden merken, Adam Port und ComDisco Crew. Allerdings, genau. So, super. Dann vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Spaß. Jo, danke euch auch.
So, wir sind jetzt hier auf der Mainstage. Neben mir steht Daniel Suave, der hier gerade sein Set zum Best gegeben hat. Die Leute sind schön mitgegangen. Daniel, du bist ja auch schon eine ganze Weile am Start hier in der Region. Wie findest du es hier? Wo hier? Wie gefällt es dir? Ja. Ja. Schaut es euch an, ich meine, Bombe. Saugeil. Also was Burg in den letzten Jahren geschafft hat, das ist in der Schnelle, in der kurzen Zeit, Wahnsinn. Also Respekt, sehr geil. Geiles Konzept, geile Ideen, geile Umsetzung. Respekt. Sag mal, du hast ja auch deine eigene Veranstaltungsreihe. Ja, genau. Augen zu und durch. In Wiesbaden findet das Ganze statt. Genau. Da steht ja auch demnächst ein Jubiläum an. Genau, also wir haben in zwei Wochen am 15. Oktober haben wir Vierjähriges. Und da haben wir einen richtig geilen Akt, also ist halt Augen zu und durch, ist halt etwas härter. Jeder, der es kennt, der weiß, das ist da ein bisschen, wie der Name schon sagt. Wir haben Brian Zanacci von CLR und wir werden den Laden mal auseinandernehmen. Aber mir gefällt es auf jeden Fall immer wieder mit Funk immer näher zusammenzuarbeiten, weil wir Wiesbaden und Mainz, ja, wir kombinieren die einfach. Ja, da wächst auf jeden Fall was zusammen, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Okay, auf wen freust du dich heute Abend noch besonders? Ja, auf meine Frau, nein, auf den Len Parki natürlich. Alles klar, okay. Er wird die Bude auf jeden Fall nochmal schön auseinandernehmen gleich. Ist ja meine Richtung. Ja, logisch. Okay, dann vielen Dank fürs Interview und viel Spaß noch. Danke euch. Oliver Dollar aus Berlin. Schönen guten Tag. Schön, dass es diesmal geklappt hat. Letztes Mal sollten wir uns ja eigentlich schon am Buch Campus sprechen, aber da ist der Flieger irgendwie hat Verspätung gehabt, richtig? Ja, ganz genau. Da war ein bisschen Delay und ich kam genau an, wo es zu Ende war. Umso schöner, dass es diesmal geklappt hat. Wie hat es dir gefallen, dein Set? War alright. Ich hatte Spaß irgendwie. Die Leute sind gut abgegangen. Was soll ich sagen? Gute Zeit. Coole Sache. Du hattest ja mit Doing Your Thing einen der Tracks, die eigentlich den Sommer beherrscht haben. Wie bist du auf die Idee gekommen mit dem Moody Man Sample? Keine Ahnung, einfach gefunden. Ja, das war nicht vorsätzlich. Ich hatte einen ganz geilen Beat halt auf der Tasche und ich dachte mir, wow, das ist ein Hammer-Sample irgendwie und es hat echt gepasst, irgendwie wie Arsch auf Eimer so in dem Moment. Und das war's eigentlich. Also ursprünglich sollte das eigentlich auch nur mal ein Bootleg werden. Und dann ist es irgendwie komischerweise die Charts raufgegangen und keiner weiß warum. Aber es hat ja eigentlich alles abgeräumt diesen Sommer. Ja, eigentlich schon, ja. Was hat sich für dich verändert seit dem Track? Viel, viel unterwegs bin ich jetzt, viel, viel mehr irgendwie. Bis Jahresende bin ich noch, keine Ahnung, in Amerika, Australien, Asien. Also es geht auftrittsmäßig jetzt schon böse, fies ab so, ja. Aber cool, das bringt Erfolg mit sich. So sieht's aus. Und ein paar schöne Remix-Offers habe ich jetzt auch reinbekommen. Also hat alles seine Vor- und Nachteile. Für wen machst du jetzt was remixmäßig? Ich habe gerade Rosenstolz, habe ich gerade geremixed. Jetzt ist gerade eine Remix-Anfrage für Two Bears drin. Und mehr will ich eigentlich auch noch nicht verraten. So. Also ich bastel gerade am Album mit so ein paar Kollaborationen. Meine neue Single kommt auf Play It Down, die heißt Granulated Soul, die kommt am 10. Oktober. Und ja. Coole Sache. Dann danke dir für das kurze Interview und viel Spaß weiterhin. Pleasure. Hi. Andi, du hast gerade dein Set gespielt, wie war's? Ja, sehr schwitzig. Es war auf jeden Fall wieder mal äußerst. Also ich fand's sehr gut eigentlich. Okay. Hätte nicht gedacht, dass die Leute so mitgehen hier in Mainz. Schön, dass Eddie da war. Und du bist ja auch wirklich ein Urgestein hier in Mainz, was elektronische Musik angeht. Hast du sowas schon mal erlebt? Jetzt was Vergleichbares hier? Also in Mainz eigentlich sehr, sehr selten. Auf jeden Fall. Also okay. Und ihr hattet ja dieses Jahr auch Jubiläum bei Overdrive, richtig? Genau, wir haben 20 Jahre von unserem Label. Okay. Und dazu ist eine Compilation rausgekommen, richtig? Ja, wir haben Digital-Release gemacht und zwei limitierte Vinyl-Maxis. Okay.
Und was steht sonst als nächstes bei dir in der Pipeline? Gibt es ein neues Release auf Overdrive? Wir machen gerade so einen Contest. Wir suchen neue Künstler. Das ist genau gestern zu Ende gegangen. Und da haben ungefähr auch sogar 50 Leute mitgemacht. Die müssen wir noch nächsten zwei Wochen auswerten. Ja, coole Sache. Ihr kümmert euch also auch um den Nachwuchs. Auf jeden Fall. Okay. Dann vielen Dank fürs Interview und weiterhin viel Spaß. Danke. Yo. Also ich stehe jetzt hier mit Martinez. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war beim Book Campus. So, welcome back in Mainz. Thank you. Last time we met was at Book Campus. It was a lot warmer. Yeah, it was a lot more, definitely. But we've been lucky with the weather today. Yeah. It's okay for October. I think it's quite nice. Yeah. So how you like it so far? Looks nice. I just arrived. I had 4 hours sleep the first time for the whole weekend and. I'm sort of waking up, so looks good. I'm enjoying, looking forward to playing here. I read on Facebook you're lacking some sleep, right? A little bit, yeah. Since Friday morning I didn't have much, so. Okay. But I have some good cream to cover it in the eyes. That's the life of a DJ. Yeah. What's coming up with you? I've read you are going to have a Northern Europe tour, Yeah, we're doing the United States of America tour for next 3 weeks. I'm going to Canada and a little bit in the United States and You're looking forward to this one. I haven't been in the States for a long time, so I'm really excited to see what the scene is like there and what's going to happen. Let's see. All right, great. So then enjoy your set. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you.